Also dann einmal diese goldene Schranke durchbrochen hatten, dass wir keine Originale spielen, dachte ich, so, da greife ich zu. Ja. Sie waren kurz raus aus dem Studio und ich habe gedacht, Jungs, lass uns mal kurz einen Song einspielen, ich ganz alleine. Das hast du auf Schwäbisch gesagt. Das habe ich auf Schwäbisch gesagt. Jungs, kommt mal schnell her. Ich will schnell schon einen Song einspielen. Dann war die Band so, ganz alleine. Hä? Was? Wo stockst? Und ich bin seit meinem 6. Lebensjahr Elvis-Fan. Und wie sind Sie wegen Elvis oder wegen 6. Jahr? Elvis ist doch ein Problem. Gibt es ein paar Elvis-Fans heute hier? Ja. Auf jeden Fall habe ich mit 6 Jahren, wie gesagt, diesen Helden für mich entdeckt, ja, und musste doch sehr schnell feststellen, dass es heutzutage leider nicht mehr so ist, dass man mit der Musik alleine polarisiert, mit dem Aussehen, mit den Bewegungen, mit den Moves. Da stehen irgendwelche anderen Dinge im Vordergrund, was ich immer ein bisschen schade finde. Deswegen finde ich es toll, dass es Bands gibt, wie unter anderem Bobble Bee natürlich. Ja. Aber auch wir machen das. Wir spielen auch alles live. Und Elvis. Damals schon. Auf jeden Fall habe ich dann tatsächlich diesen Song aufnehmen dürfen. Meine Bandkollegen waren so freundlich und haben gesagt, ja Sam, mach halt, wenn du magst. Sag mich Freunde, wir sind Freunde. Meine Freunde. Deswegen muss ich wirklich dringend auf Klo. Meine Familie. Meine eineigigen Zwillinge. Habe ich jetzt wieder eineigens gesagt? Ich wollte heute nicht mehr so viel reden. In dieser kleinen Tasse ist irgendwie was Komisches drin. Mehr als Aspirin drin. Auf jeden Fall spiele ich jetzt einen meiner Lieblings-Elvis-Songs. Are you ready for some rock and roll? I can't hear you. Are you ready for some rock and roll? Das nach 11 Jahren.